Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships und heute ein Replay von Admiral Akbar eingeschickt. Machen wir hier mal ein bisschen schneller. In seiner Texas eben. Admiral Akbar hat schon öfter mal hier Glück gehabt, gezeigt zu werden. Und es liegt nicht daran, dass ich Admiral Akbar so unglaublich lieb, sympathisch, nett oder was auch immer finde, sondern er scheint einfach geile Runden zu fahren. Und so auch wieder hier. Außerdem macht er auch immer alles richtig. Man muss nämlich dazu sagen, es gibt viele, die schicken ihre Runde ein, aber dann vergessen sie nämlich ganz gern, dass man auch die Screenshots mitschickt. Und ohne Screenshots bringt es mir halt nichts. Also ganz wichtig, auch alle Screenshots von allen Endergebnissen zu schicken und nicht nur so einen einzigen, sondern wir wollen ja alles sehen und das macht der Admiral Akbar immer ganz akkurat, ganz brav. Also an dieser Stelle, ich freue mich über Abwechslung von spielerischer Form, aber nur mal ein kleines Anekdötchen, warum das so ist, dass man vielleicht den einen oder anderen mal häufiger oder mal seltener sieht. Nun aber jetzt zu seiner Runde. Texas ist ja ein neues Premium-Schiff. Und jetzt muss er gleich aufpassen, weil jetzt bekommt er nämlich hier schon Besuch von Flugzeugen. Aber in dem Fall hat er alle fünf abgeschossen. Also so viel zu dem Thema Angst vor Flugzeugen mit der Texas. Und hier jetzt geht er da auf die Phoenix drauf, aber leider zwar der Zieltreffer, aber kein Damage, den er hier an den Mann bzw. die Frau hier bringt. Und da schießt jetzt die Wyoming rüber, aber das ist ja sehr überschaubar. Jetzt hat er in 11,5 Kilometer eine gute Distanz gleich und wird er bestimmt ordentlich drauf wirken. Oder er geht auf die Wyoming, aber die Wyoming dreht nämlich auch gerade auf ihn zu. Also vom Winkel her gerade gar nicht so schön für ein Schlachtschiff, was so lange lädt. Vielleicht lässt er jetzt auch die Phoenix erstmal drehen. Hinter ihm noch ein Aufklärer. Nee, das sind Jäger. So, jetzt dreht die Phoenix allerdings perfekt. Jetzt ein bisschen vorhalten. Und dann sollte es auch schon klappen mit dem Treffer. Und jetzt schauen wir mal. Das schaut gut aus. Ah, leider nur ein 3000er. Aber da könnte noch mehr kommen. Die Wyoming auf jeden Fall jetzt immer näher. Über ihm kreisen da die Flugzeuge. Besonders jetzt hier die Torpedostaffeln und die Bomber. Er selber hat hier die Fahrt auch deutlich minimiert, wie man sieht. Nur noch 10 Knoten schnell. Oder in dem Fall eher langsam. So, jetzt aber komm. Zeig uns mal, was die Texas so kann. Die Texas schießt nämlich eigentlich recht genau. Das sieht man hier auch. Also die Kugeln kommen ganz ordentlich und macht hier die Zitadelle. Und da kommt der 10.000er-Hit. So wollen wir das sehen. Flugzeug hat er mittlerweile schon 14 runtergeholt. Und jetzt vielleicht der nächste, der geht dann aber Richtung Wyoming. Und bitte nicht wundern, dass ihr im Replay teilweise die vertikalen bzw. horizontalen Linien nicht seht. Das liegt nicht daran, dass ich so spiele. Oh, nochmal ein Zitadellentreffer. 17.000 Schaden. Sondern das ist einfach, dass im Replay diese Fadenkreuz falsch dargestellt wird. Also ich habe natürlich, wenn ich selber spiele, horizontale Linien. Aber wir sehen oben links 30.488 Schaden. Also das läuft bisher sehr rund. Jetzt hat er leider gerade kein Ziel. Er ist immer noch auf halber Fahrt. Aber er will hier, glaube ich, die Wyoming nochmal abpassen. Jetzt hat er da schon zwei davon. Er dreht ein bisschen rechts, wie man sieht. Ein bisschen Steuerbord, um dann jetzt alle Rohre drauf zu bekommen. Ich glaube, der war zu weit vorgehalten. Ja, ein Tick zu weit vorne. Aber trotzdem, 4000 Damage, die nimmt man gerne mit. Ich glaube, da gibt es am Ende niemand, der sich beklagt und sagt, oh nee, nur 4000 Damage, ich will eine Zitadelle. So, und jetzt kommen da die Schüsse auf ihn. Da muss er, man sieht, er dreht
wieder Backbord, dass er hier nicht komplett seine Zitadelle hat. Und da kann er dann wirklich Schlimmeres verhindern. So, und jetzt dreht er wieder rein. Ah, da hat er... Hätte er ein bisschen früher schießen sollen. Vielleicht läuft er ja noch auf. Aber das, dem sieht nicht so aus. Und hier im Vordergrund, da sinkt die Phoenix, dürfte es gewesen sein, glaube ich. So, und jetzt muss man natürlich die Rohre drehen und das dauert schon eine Zeit lang, also bis hier da alle Kanonen so ausgerichtet sind, dass die auf den Gegner schießen können. Man sieht gerade, die hinteren sind jetzt gerade erstmal bei der Hälfte. Aber er kann jetzt zumindest mal mit den vorderen gut auf die Wyoming arbeiten. Und für zwei Treffer 4400 Damage, das ist schön. Wenn jetzt die hinteren nachgezogen haben, da geht gleich noch mehr. Aber schaut mal, was da vorne noch an Gegnern potenziell ist. Also das ist schon noch einiges. So, und jetzt hat er sie endlich gleich. Jetzt kann er sogar ein bisschen vielleicht nochmal nach links drehen. Oh, da haben wir da nicht so schlecht getroffen. Aber jetzt, mein Freund, jetzt bist du fällig. So, jetzt kommen die Schüsse. 7,7 Kilometer. Die dürften richtig satt treffen. Eine Zitadelle, 20.000 Damage. Ja, Wyoming. Das kommt davon, wenn man so fährt und rückwärts stupide weiterfährt. Also, dass das nicht clever ist. Schon lange Vorwärtsgang und wieder weg dafür. Mittlerweile hat er sich auch wieder etwas geheilt. Und er bleibt weiter hier bei halber Fahrt. So, dass er immer noch manövrieren kann, aber weiterhin auf das Ziel gut kommt. Boah, hinten eben die Granaten drüber. Und jetzt auf die Distanz, das ist einfach tödlich. Und nochmal 11.300 Schaden. Also, die Wyoming, die ist hier für ihn eine wirkliche Damage-Pinata. Das muss man mal sagen, wie es ist. So, jetzt wieder beidrehen, dass er hier möglichst nicht seine Seite ganz offenbart. Immer wichtig, dieses Anwinkeln. Mittlerweile nur noch bei einem Viertelfahrt. So, da fliegen die Granaten wieder und ja, da konnte er ihn wegmachen. Das sind wieder Torpedo-Flugzeuge in der Luft, aber er holt schon wieder. Also die Flak ist super von dem Ding, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und vielleicht nochmal zum Thema des Replays. Also ihr könnt mir gerne euren Watch-Replay-Link immer per E-Mail schicken, sowie die Screenshots dann an alcaramba@wg-news.com. Und wie man Replays aktiviert, das ist unten in der Videobeschreibung auch nochmal aufgelistet. Also für alle, die Frage kommt nämlich öfters mal. So, jetzt hier die nächste Wyoming. Das scheinbar damit der vorigen so gute Erfahrung gehabt, dass er jetzt die andere, den Kreuzer vor sich da ignoriert. Ah ja, 8000 Schaden. Den Tier 3 Kreuzer Bunkertier meinte ich in dem Fall. So, und jetzt kommt da die Miyogi. Da wird ein bisschen gekuschelt. Ist das schon immer, dass dann so ein Nebelhorn kommt? Das ist mir neu. Aber cool. Muss jetzt auf die Minikase da vorne aufpassen. So, Königsberg ist ein tolles Ziel zu beschießen. Also, ich könnte mir hier eine richtige Zitadellenschlacht jetzt... Oh, eine Zitadelle, 14.000 Damage. Königsberg ist dafür sehr anfällig. Er ist knapp vor den 100.000 Schaden hier. Und jetzt nochmal auf die Wyoming, allerdings nur mit der hinteren Kanonenpartie.
Beschützen der Basis ist unsere Hauptaufgabe. Natürlich auf die Basis aufpassen, aber das haben sie eigentlich eh ganz gut im Griff. Nach sonst kommt er jetzt nicht mehr so gut drüber, weil er hat jetzt praktisch hier die Insel da vor sich. Das heißt, er kann jetzt da nicht mehr so wirklich gut drüber wirken. Hat man auch gesehen, dass die Flugbahn eigentlich eine sehr tiefe ist. Also deswegen fliegen die Granaten da auch recht schnell zum Gegner. Und jetzt auf die Königsberg im Einzelfeuer. Eins, zwei, drei und weg ist sie. Und da kommt noch die Bogartier. Oh, die Minikasse. Das ist das Einzige, was jetzt... Und da sieht man Gott sei Dank die Torpedos recht frühzeitig. Deswegen kann er da jetzt beidrehen. Das sieht er wieder den Bombern hier in der Luft. Weil sonst hätte er die nicht gesehen. Das hätte echt richtig ekelhaft enden können. Und jetzt hat die Minikasse das Problem, was man einfach gerne hat. Mit Bombern über sich. Man ist die ganze Zeit aufgedeckt. Kann eigentlich fast nichts dagegen machen. So, und jetzt Beißchen beidrehen und dann nimmt er die Bogartier wahrscheinlich One-Shot raus. Die Distanz ist... Alles andere würde mich jetzt wundern. Ah, bisschen... Ja, da sind die Granaten nicht so geflogen, wie er es gebraucht hätte. Jetzt brennt er. Ist die Frage, löscht er das oder heilt er das? Oder lässt das erstmal eh ein bisschen wegticken? Und jetzt aber nimmt er den Unterstützer und den Großkaliber mal direkt mit. Repariert und heilt sich da jetzt auch wieder gut gesund. Problem gelöst. Recht ausgeglichen das Match aber eigentlich noch. Die Minikase ist natürlich ein schwierigeres Ziel für ihn hier zu treffen, aber naja, wenigstens einer ist angekommen, das ist doch okay. Und jetzt hat er gleich nachgeladen. Nochmal dann die nächste. Hat hier auch HE geladen jetzt. Na, einmal einen Ausfall da provozieren können. Schon, zeig mal, was du da kannst. Oh, die kommt gut, die kommt gut. Ah, da lässt er ihm noch... Oh, ja, sehr gut. Der Brand hat die weggemacht. Und damit war es auch ein vernichtender Schlag. Sehr schön. Und das Geile ist, er hat halt nebenbei auch noch Zeit zu schreiben. Das finde ich lässig. Ja, warum auch nicht? So, jetzt hatte ich ja keine Gegner gerade. Wir spulen mal etwas. Flugzeuge mal wieder. Nice Shot auch Texas vom anderen da. Das war sogar die Minikasse, die das geschrieben hat, also von dem her. So, und jetzt mal wieder in der Wyoming. Er hat noch dreimal heilen und hat auch wieder die Reparieren ready. Also von dem her muss man sagen, das ist eine Runde, die definitiv nach Maß für ihn hier läuft. Jetzt Arkansas, Beta, für alle damals, die noch in der Beta gespielt haben, gab es das Schiff und eine gewisse Anzahl, ich glaube 50 Gefechte oder sowas musste man machen, aber im Prinzip ist es ja auch nichts anderes als eine Wyoming.
Na, wo sind sie jetzt? Da müsste doch gleich wieder neben ihm was aufpoppen. Er ist jetzt schon mal gesichtet und jetzt hat er da die Wyoming. Die Wyoming fährt leider auch ein bisschen schräg auf ihn zu. Gar nicht so schön, wie er es gern hätte. Bin ich mir ganz sicher. Boah, da hat er einen fetten Treffer bekommen. Und jetzt, Gott sei Dank, dreht die Wyoming bei. Das ist genau das, auf das er spekuliert hatte. Wow, und nochmal. Aber der Brand ist auch direkt gelöscht. Nur heilen hat er gerade nicht mehr ready. Das ist auf Problem Cooldown. gelöst. Aber da hat die Wyoming mal aber anständigst getroffen. Das muss man mal sagen, wie es ist. So, und auch wieder hier Flugzeuge in der Luft. Und da wir von ihm keinen Schuss mehr erwarten dürfen, weil die Zeit tickt aus, bis er nachgeladen hat, ist das Spiel rum. Also er kriegt keinen Kill mehr. Leider, leider. Aber 144.000 Damage, das ist aller Ehren wert. Und am Ende haben sie auch gewonnen. Also wirklich nice. Von dem her, schöne Runde. Jetzt weiß ich auch nicht, warum er da von seinem Mate beleidigt wird, weil man hat einfach gesehen, er hat hier definitiv die Runde gemacht und sein Team den Sieg mit eingefahren. Also, schöne Runde von einem schönen Premium-Schiff. Könnt mir ja gerne eure Meinung dazu sagen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.